Im Rahmen der Schumm-Kulturtage findet in Worms eine Marathonlesung statt mit dem Titel »Ich will Zeugnis ablegen bis zum Letzten«. Es handelt sich um die von Viktor Klemperer veröffentlichten Tagebücher aus den 1930er und 40er Jahren. Der Schauspieler Karl-Heinz Deichelmann liest die über 1000 Seiten binnen 3 Tagen komplett. 12 Stunden täglich. Eine Leistung, auf die man sich nicht so ohne weiteres vorbereiten kann, wie er sagt. Auch man holt sich den einen oder anderen Tipp von irgendwelchen Ärzten oder Freunden, die auch als Schauspieler tätig sind und die oftmals länger lesen müssen. Aber im Grunde genommen kann man sich nicht darauf vorbereiten, weil einfach so viel passieren kann. Insofern braucht man vor allen Dingen neben medizinischen Tipps auch eine Portion Gelassenheit und ein bisschen Gottvertrauen. Der Autor Klemperer beschreibt in seinen Tagebüchern detailliert, wie sich das Leben in Deutschland von 1933 bis 1945 unter der Herrschaft der Nationalsozialisten drastisch verändert hat. Dabei wird die Angst, die Lähmung, die Ratlosigkeit in der Bevölkerung thematisiert. So auch beim Tagebucheintrag vom 30. Januar 1933, der Tag, an dem Hitler zum Reichskanzler ernannt wurde. 30. Januar, Hitler Kanzler. Was ich bis zum Wahlsonntag, 5.3. Terror nannte, war mildes Prälude. Jetzt wiederholt sich haargenau, nur mit anderen Vorzeichen, mit Hakenkreuz, die Sache von 1918. Wieder ist es erstaunlich, wie wehrlos alles zusammenbricht. Wo ist Bayern? Wo ist das Reichsbanner? Und so weiter und so weiter. 8 Tage vor der Wahl die plumpe Sache des Reichstagsbrandes. Ich kann mir nicht denken, dass irgendjemand wirklich an kommunistische Täter glaubt, statt an bezahlte Nazi-Arbeit. Dann die wilden Verbote und Gewaltsamkeiten und dazu durch Straße, Radio etc. die grenzenlose Propaganda. Am Sonnabend, dem 4., hörte ich ein Stück der Hitlerrede aus Königsberg. Eine Hotelfront am Bahnhof, erleuchtet, Fackelzug davor, Fackelträger und Hakenkreuzfahnenträger auf den Balkons und Lautsprecher. Ich verstand nur einzelne Worte, aber der Ton, das salbungsvolle Gebrüll, wirklich Gebrüll eines Geistlichen. Für Bürgermeister Hans-Joachim Kosebeck ist die Veranstaltung von besonderer Bedeutung. Gerade im Zusammenhang mit der jüdischen Vergangenheit von Worms, aber auch in Anbetracht aktueller Problematiken in der heutigen Zeit. Worms ist ja jetzt Schumm-Weltkulturerbe geworden und hat Worms eine zentrale Rolle in diesem Weltkulturerbe. Und da geht es natürlich darum, dass das jüdische Erbe jetzt nicht nur Mittelalter ist, sondern dass es hier eine jüdische Gemeinde bis 1942 etwa gegeben hat. Und dass es darum geht, alles zu tun, um zu verhindern, dass solche Ausgrenzungen und eine solche Entfremdung nicht sich wiederholen darf. Und deswegen muss man immer wieder daran erinnern, aufmerksam machen, dass die Leute sensibilisiert werden. Und es gibt auch heute noch Rattenfänger, die genau in diese Richtung gehen und auch wieder Antisemitismus hier ganz einfach predigen. Das sieht man ja an den Anschlägen auf jüdische Synagogen. Organisiert wird die Mammutlesung vom Verein Ehrenamt für Worms. Der Vorsitzende Theo Kronewitz ist sehr froh, dass die Veranstaltung nun endlich stattfinden kann. Ja, vor einem Jahr etwa entstand die Idee, im Lutherjahr Lehrstände, geschäftliche Lehrstände kulturell und ehrenamtlich zu bespielen. Und da sind wir sofort mit dazugekommen und es war eine kraftvolle Anstrengung. Und ich darf sagen, die Veranstaltung ist ja ehrenamtlich getragen von Verein Ehrenamt für Worms, aber maßgeblich unterstützt von der Stadt und wir werden auch vom Bundesprogramm Demokratie Leben gefördert. Und dann kam der Kontakt zum Karl-Heinz Deichelmann dazu, den wir schon lange haben als Ehrenamtsverein mit kulturellem Schwerpunkt. Das ist naheliegend. Und er hat den Prozess auch begleitet, dass wir sagen, was könnte man dann tun? Und dann kam diese Idee von ihm mit den
Tagebüchern vom Klemperer und ich hatte sie ja auch gelesen und sie hatten mich damals auch vor Jahren sehr beeindruckt. Auch der Ort der Veranstaltung ist besonders. Ein leerstehendes Geschäft in der Fußgängerzone. Zahlreiche Passanten kommen spontan herein. Das Interesse ist groß, auch bei den Medien. Karl-Heinz Deichelmann hofft, dass die Kernbotschaft mit nach Hause genommen wird, um den Zuhörern aktives Erinnern zu ermöglichen. Also für mich ist es ein unwahrscheinlich wichtiges Projekt, weil mir am Herzen lag, diese Tagebücher einer breiteren Öffentlichkeit bekannt zu machen, und zwar auch in all ihren Details. Und deswegen lese ich ja heute und bis Sonntag die kompletten Tagebücher. Man kann auch komprimierte Versionen dieser Tagebücher im Fernsehen sehen oder als Hörspielfassung lesen, aber da entgeht einem vieles von dem täglichen Schrecken, der einem erst dann auch bewusst wird, wenn man wirklich mal hier eine Stunde oder zwei sitzt und man merkt, man hört eigentlich nur die Schrecken von 2-3 Monaten. Und es ist schon genug. Und man kann sich dann vielleicht vorstellen, wie muss das erst sein, wenn man das auf 12 Jahre produziert. Und das wollte ich ganz gern mit dieser langen Veranstaltung einfach mal probieren, dem Publikum ans Herz zu legen. Und ein zweiter Punkt, der mir wichtig ist, ist halt auch, dass es sich sehr schön gefügt hat, wo wir hier spielen. Das ist ja ein Leerstandsgebäude, es ist in der Innenstadt. Denn es ist ja schön, wenn kulturbegeisterte Bürger kommen, die auch die anderen Veranstaltungen von mir besuchen. Aber mir war es wichtig, auch mal in die Straßen zu gehen und vielleicht zu gucken, ob wir da jemanden kriegen, der mit Klemperer gar nichts anfangen kann, der aber vielleicht mal reinkommt und sagt, das Thema ist ganz interessant und ich setze mich dazu, und den wir dann kriegen, der dann plötzlich genauso Feuer und Flamme ist wie wir auch. Alles in allem wird die Lesung nicht nur des Inhalts wegen, sondern auch aufgrund der Art der Durchführung der Veranstaltung den Wormsern wohl noch lange im Gedächtnis bleiben.